Weil also das ist halt die Krönung von den Kommentaren, die da drunter gelandet ist. Er sagt da, weil Stop-Loss Bullshit ist. Wer sowas braucht, hat vorher nicht richtig investiert. Nämlich, ich habe jetzt hier noch eine weitere Rubrik aufgemacht, die nenne ich Twitter-Gewitter und ich habe die jetzt einfach mal eingeführt in der Hoffnung, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir auf Twitter Ärger bekommen für Dinge, die wir in dieser Sendung gesagt haben. Also man muss auch dazu sagen, es hat einen ganz eigenen Charme, also dann habe ich halt das Video klein geschnitten, poste das auf Twitter. Und dann wird das aufgegriffen von Aktien22, den grüßen wir auch recht herzlich, ein starker Servus. Ja, das ja, und Servus. Ja, also einer von und Old Cap Trading, das habe ich mir gemerkt von Tino. Warme Empfehlung aus dem Trading-Bereich. So, der greift das jetzt auf und dann weist er nochmal darauf hin, Stoppkurse sind wichtig. Und dann zieht das so einen Rattenschwanz an, also fürs und widers von Stoppkursen nach sich. Und das gipfelte dann damit, dass der Experience Trader, und den grüßen wir auch, diese wunderschöne Meme für die Sendung hier gemacht hat. Nämlich da so Koala Care, das ist, wie ihr mich auf Twitter finden könnt. Und dann aus besonderem Anlass FinTwit Germany on Fire. Und dann, nachdem wir dieses Video über den Stop-Loss gemacht haben, dann brannte da die Bude. Und da habe ich dann jetzt noch mal ein paar, also ansprechenswerte Kommentare rausgesucht. Jetzt muss man natürlich, das ist schwer einseitig. Also ich habe jetzt die ganzen Positiven, die das unterstreichen, dass das gut ist mit so einem Stop-Loss. Das ist ja mehr oder weniger, das vertritt unsere Position. Ich habe nur ganz am Ende noch mal, also wird das wunderschön von Ned Flanders dann zusammengeführt. Den habe ich noch mit reingenommen. Und sonst habe ich jetzt aber erstmal die mit einer gewissen Härte geschnappt. Also Multi-Decade sagt jetzt, habe noch nie und werde nie eins mit so einem Stop-Loss arbeiten. Will doch nicht dauernd aus meinen Positionen gekickt werden. Und Stonk Metal unterschreibt das dann mit, genau, wenn ich 10 Jahre halten will, dann will ich nicht wegen ein paar Prozent rausgestoppt werden. Und da habe ich jetzt übertitelt mit das Verständnis. Und hat einer von euch eine Idee, was ist, wieso ich da auf das Verständnis anspiele? Nee. Es fehlt. Ja. Auch, ja. Also da wäre mir jetzt halt nur nochmal wichtig zusammen bei dieser ganzen Geschichte. Also halt, ich meine, ich erkläre mir das so. Jetzt ist das, kommt das auf dem Kanal von einem Trader und dass man halt denkt, okay, das ist halt quasi Stop-Loss aus der Perspektive eines Traders und wenn du halt einen relativ engen Stop-Loss bei deinen Positionen hast, klar, kannst du halt auch ab und an mal rausgekickt werden, wenn das mal 1%, 2% unter dem aktuellen Kurs liegt. Aber, und das ist halt wichtig, also ich meine, so ein Stop-Loss, wie wir das in diesem Video beschreiben, das spielt selbstverständlich nicht darauf an, dass du halt irgendwie so einen super engen Stop-Loss, der dich halt am laufenden Band aus dieser Position zieht, da drin hast. Das ist halt einfach wirklich von der Idee her, dass man einfach sagt, also erwartet das Unerwartete und es kann natürlich auch mal passieren, und da habe ich dann auch mehrfach dieses Wirecard-Beispiel halt verwendet, da ging ja auch keiner davon aus, dass das halt einfach irgendwie als ganzes Fraud gewesen ist. Und ehe man sich versieht, gibt es halt einfach innerhalb von 2 Tagen einfach kollabiert der Aktienkurs und da lachen natürlich die, und auch wenn die schlecht ausgeführt werden, und auch das würde ich unterschreiben, natürlich kann dir das passieren mit so einem Stoppkurs, aber von der Idee her fährst du immer noch besser, als wenn du dabei bist, wenn es auf Null geht. Also was wir hier meinen mit diesem Stop-Kurs ist halt irgendwie nicht zu sagen so, ich kaufe mir eine Apple bei, was hast du gesagt, $170 und setze mir einen Stop-Kurs bei $168, weil ich paranoid werde, wenn ich 2 US-Dollar verloren habe. Es geht halt wirklich darum, also dass ich würde meinen Stopp dann halt, was weiß ich, setze den auf 140, da wo Tino dann wieder einsteigt. Das sollte so eine Rutsche mal passieren, dass ich halt zumindest erstmal Schlimmeres vermeide für den Teil, dass ich halt nicht am Computer bin oder das halt anderweitig nicht wegbekomme. Weil ich zusammen mit Tino auf irgendwelche italienischen Berge gerade fahre und mir wird nicht gesagt, dass Tim Cook gerade mit dem Geld zusammen mit Jan Maschalek irgendwie auf den Philippinen abgehauen ist, dann bin ich auf jeden Fall froh, wenn ich da irgendwo vorab ausgeführt werde, wenn auch schlecht. Das wollte ich zudem loswerden. Will da noch irgendjemand einen noch, das oder? Alles gut. Soweit so auf den Punkt. Dann, und den einfach nur, weil also das ist halt die Krönung von den Kommentaren, die da drunter gelandet ist.
Er sagt da, weil Stop-Loss Bullshit ist. Wer sowas braucht, hat vorher nicht richtig investiert. Wenn einer von euch das kommentiert, also was an dieser Aussage falsch sein könnte. Das ist, ja, also das könnte von den Marx Brothers sein oder so. Ja? Also ich wäre nie, das Woody Allen hat das ja dann verwendet, ich möchte nie Mitglied in einem Club sein, der mich als Mitglied aufnimmt. Ja? So ungefähr hört sich das für mich an. Also hochpoetisch als Aussage, auch also man kann sich wirklich daran richtig abarbeiten, könnte man. Und ich wünsche wirklich alles nur erdenklich Gute, ja, und hoffe, dass das nie passiert. Aber es ist doch jedem passiert. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der noch nicht richtig mal ins Klo gegriffen hätte bei der Auswahl. Das meint er mit nicht, also der hat nicht richtig investiert. Ja, alle Hausaufgaben gemacht, alle Zahlen gelesen, 3 Geschäftsberichte gelesen, auf der Hauptversammlung Würstchen gefressen wie ein Ochse, ja. Alles perfekt gemacht und trotzdem rauscht das Ding in den Keller. Meine Güte, ja. Aber kann eben passieren und es ist jedem passiert. Also wer 20 Jahre oder länger unterwegs ist und sagt, eben ist das noch nie passiert, glaube ich nicht. Ne? Und deswegen, also man kann Glück haben mit so einer Einstellung, aber ich würd's eben nicht riskieren. Das Risiko wäre mir zu groß. Bis in die letzte Fußzeile recherchiert. Ja, ne, genau. Genau, im Kleingedruckten steht ja immer das Schlimme. Ja. Ja, weil also das wäre halt auch, also das, was man hier nochmal zu anmerken kann, ist, also, natürlich ist es nichts anderes als Hybris zu sagen, so ich als Privatperson bin in der Lage, ein Unternehmen als Ganzes, und ich meine, also jeder, der irgendwann mal in seinem Leben mit Rechnungswesen in Kontakt gekommen ist, weiß, das ist auch in 2021 einfach unmöglich, halt in irgendeiner Form wirklich zu wissen, woran investiere ich da. Dafür ist es halt einfach viel zu komplex. Und ganz genau das ist ja ein Szenario, was man halt mit so einem Stop-Loss halt abdecken möchte. Und ich meine, egal wie sicher du dir bist, dass dieses Unternehmen definitiv in 2000 Jahren noch genauso super Geschäfte machen wird wie heute, wirklich sicher sein kannst du dir nie. Und auch da musst du dir halt immer überlegen, was genau, wenn irgendwas wirklich Weirdes passiert, jetzt wieder diese Netflix, da schlägt ein Komet und zerstört halt einfach, was weiß ich, die Festplatte, auf der die ganzen Patente gespeichert sind. Irgendwas, wo man sich jetzt heute überhaupt nicht vorstellen kann, dass das überhaupt so richtig ist. Ne, irgendein tolles japanisches Unternehmen und Godzilla gibt es wirklich alles, so Sachen, die man halt nicht antizipieren kann. Und dann gibt es halt irgendjemanden, der wird, wenn auch ungünstig, zum Stoppkurs ausgeführt und irgendjemanden, der geht halt zusammen mit Godzilla unter. Und das meine ich halt mit, also irgendjemandem vorzuwerfen, nur weil du einen Stoppkurs setzt, hast du halt keine Ahnung, wo du da investiert hast, weil du bräuchtest ihn ja überhaupt nicht, weil du clever genug gewesen bist, deine Hausarbeiten richtig zu machen. Dirk Müller. Ja, dann hätten wir noch einen, aber der ist eigentlich redundant mit dem davor. Das war halt einfach nur, also quasi, was halt so, wenn man in 2021 eingestiegen ist mit dem Investieren, weil es schwierig ist, einen guten Stopp zu setzen. Und gerade in unruhigen Zeiten kann es bei einem Stopp-Verkauf, Stopp-Loss passieren, dass die Aktien aus dem Depot rausgezogen wird und danach der Aktienkurs wieder ansteigt. Das ist ärgerlich. Ja, und ich meine, das ist, glaube ich, also von der Idee her das Gleiche. Also wenn man die halt zu eng setzt und jetzt ist man halt geschädigt durch das Jahr 2021, wo, das hat der Stredo vorhin mal angebracht, ne, natürlich, diese Zackenbewegungen, die sind schwierig, wenn man sagt, also ich habe einen zu engen Stop-Loss da drin. Aber, und das muss bei unserer Perspektive auf den Stop-Loss, ging es nie darum, irgendwie zu sagen, ich setze den halt 5% unter dem, wo er halt gerade steht. Es geht halt immer darum, also halt quasi Notfall, du hattest auch so ein tolles Wort dafür, Tino. Katastrophenstopp zu setzen. Was, wenn du trotz all deiner genialen Recherche irgendwas vergessen hast, irgendwas ganz Furchtbares passiert direkt nach dem Einstieg. Und klar, wenn du vor einem Jahr angefangen hast mit Investieren, kann ich halt nachvollziehen, dass du sagst, also so wie sich Aktienkurse generell immer bewegen, kann ich ja keinen Stoppkurs setzen, weil halt diese Zacken führen dazu, dass ich am laufenden Band ausgestoppt werde. Ja, sonst einfach mal nochmal rauszoomen und sich so einen 10-Jahres-Chart angucken und von da aus kann man halt immer noch, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, einen Stoppkurs zu setzen, da dann vielleicht irgendwas Feines finden. Oder zusammen mit der Strelo und Herr Geier sich dann nochmal angucken, wie man einen guten Stoppkurs setzt, wenn man es ernst meint. Vor allem, ich finde, aber das ist genau wieder dieses Gegensätzliche, was sich hier äußert. Und zwar, ich finde es ja viel leichter, in Werten Stops zu setzen, die schon eine gewisse Bewegung, und zwar in meine antizipierte Richtung, hinter sich haben. Ich
bin doch bereits mit Buchgewinnen reich gesegnet in diesem Wert. Da ist es doch viel einfacher, da einen Stop zu setzen, der mir immer noch genügend Gewinne übrig lässt. Also nehmen wir an, ich bin 50% vorne und setze dann abziehend davon, von den 50% gehe ich 15% weg und dort ist mein Stop-Loss, den kann ich auch monatlich dann mal nachziehen und so weiter. Ich muss ja nicht dort statisch bleiben. Und dann würde ich halt rausfliegen. Das ist doch viel angenehmer, mich im Gewinn ausstoppen zu lassen in einem reifen Bullenmarkt, als im Verlust, wo ich den Stop aber auch setzen müsste. Weil ich sage, Katastrophenstopp, was weiß ich denn? Ich habe halt wirklich das völlig falsche Timing erwischt und bin 30% hinten. Wir haben zum Beispiel mal über die Allianz-Aktie gesprochen, Herr Strelow. Und die war ja ein bisschen zusammengeklappt letztes Jahr. Weißt du noch, warum? Definitiv. Also, weißt du noch, warum? Weil die Sache ist nicht vom Tisch. Das, in Vergessenheit geraten. Die USA droht eine Klage wegen, ist das die Greenwashing-Geschichte, ist es nicht, ne? Nee, aber irgendwelche Unregelmäßigkeiten im Fondsvertrieb oder so. Ja, die irgendwie in Überprüfung sind, ja. So. Da steht auch schon eine Summe im Raum. Und das ist nicht vom Tisch. Es ist nur aktuell vom Tisch, weil wir als Anleger ja nur die Informationen als aktuell und wichtig wahrnehmen, die uns präsentiert werden. Wir sind man gewöhnt sich ja auch an so ein Kursniveau und der weiß, dass es mal runtergekommen ist. Und dann weiß man nicht mehr, warum. Und von dem neuen Niveau aus ist ja die nächste Frage, wohin entwickelt es sich weiter, rauf oder runter? Und wenn du dich halt ein Jahr lang mit einem relativ stabilen Kurs angefreundet hast, sagst du dir, müsste eigentlich mal wieder steigen. Ne? Ja, genau. Du guckst also in eine Richtung, wie vorhin bei der Tankstelle, wo wir nach unten geguckt haben und gedacht haben, die müssten ja nun nach dem Upside, müssten sie ja mal wieder runterkommen. Und deswegen eben wäre bei der Allianz auch durchaus... Ja, also das ist nur ein Beispiel, weil es uns hier betrifft. Ich selber gucke ja auch immer nach dem Wert. Ich finde die ja gut. Aber deine alte Liebe, die Allianz. Absolut, ich habe das ja erzählt. Ne? Ich hatte die ja schon wirklich lange und bin bei plus minus null wieder raus. Aber ja, so ganz vom Tisch ist es nicht. Wobei ich Rückversicherungen lieber mag mittlerweile, weil Sturm und Wetter, das haben wir immer. Ne? Und ob wir den das sagst du jetzt, weil die Allianz dir das Herz gebrochen hat. Ja, das stimmt. Und weil ich eine Rückversicherung hatte, konnte das mein Herz wieder repariert werden. Ach, das könnte ein Schlagertext werden. Das können wir auch noch machen. Na, jedenfalls, auch hier würde man jetzt also daran gehen, zu sagen, was ist für mich das Unvorstellbare, was ich aber trotzdem nicht ausschließen kann. Und im Zusammenhang mit den ganzen Twitter-Geschichten jetzt, das kommt über Nacht. Irgendein Richter in Massachusetts packt da die Allianz-Aktie auf, guckt da rein und sagt, ja, scheiß Germans, weil die fand schon mein Großvater scheiße und jetzt mache ich die platt. Am Ende auch hier existieren, handeln Menschen. Ja, also übrigens ganz kurz noch, heute ist wieder so ein Tag, wo man hier alles auspacken könnte. Kahnemann, ja, unser Freund Kahnemann, Verhaltensökonom. Nobelpreisträger, schnelles Denken, langsames Denken wäre der dazugehörige Buchtipp. Und in diesem Buch stehen ja ein Haufen Beispiele, Jay, ne? Du weißt Bescheid. Zum Beispiel, wie israelische Richter ihre Richtersprüche und ihre Urteile fällen. Kannst du dich erinnern? Pass auf, ganz kurz. Dir wird es gleich einfallen. Die Dauer, wann Urteile gefällt werden, hängt davon ab, wie hungrig diese Richter sind. Vor der Mittagspause, ratzfatz, machen die ein Ding nach dem anderen durch und sie treffen auch statistisch betrachtet härtere Urteile als nach dem angenehmen Mittagessen, wo sie satt und selbstgefällig in ihren schwarzen Roben da rumsitzen, vielleicht noch ein Weinchen genippt haben. Und dann sind sie auch mal und sagen, ach komm, dieser Geldwäscher, wir geben ihm eine zweite Chance. Ja, also sie sind tendenziell etwas netter zu den Delinquenten als vor dem Mittag. Du erinnerst dich? Ja. An die Geschichte? Das kannst du dir nicht ausdenken, aber es sind Menschen, die handeln.
Ja, und das war jetzt ein Ausflug in die Juristerei. Das ist eigentlich schlimm. Also wenn man mal Ärger hat, man sollte also nachmittags seine Verhandlung haben. Das als Tipp, ja. Antizyklisch daran gehen. Und ja, und an den Märkten, ja, da sind es eben wirklich Millionen, die dort aktiv sind. Und ja, man sollte also immer darauf achten, was man so isst und wann. Also ich denke, also quasi, um jetzt hier unter diesen Negativblock oder halt unter diese Kritikpunkte halt jetzt vielleicht irgendwie nochmal ein sehr plastisches Beispiel zu setzen. Auch gerade, weil das hier jetzt auch überstrapaziert wurde, das komplette Jahr 2021 rüber. Nehmen wir mal den Anschnallgurt dazu. Also ich meine, natürlich, wenn du ein großartiger Autofahrer bist, brauchst du dich dir selbstverständlich nicht anschneiden, weil was soll dir schon passieren? Du fährst ja sehr gut Auto. Und das ist halt so lange cool, bis dir von der Seite irgendjemand reinbrettert. Und wenn du jetzt bei dieser Analogie aus der Person, die dir von der Seite reinfährt, wie ein Maschalek machst, der halt mit deiner Kohle abhaut, obwohl du bis in die Haarspitzen das Ding geprüft hast, dann hilft dir das halt alles nichts. Und ganz genau, das ist halt einfach ein guter Zeitpunkt, einen Stopp zu haben, weil egal wie sicher du dir bist, und auch wenn du sagst, ich will das für die nächsten 100 Jahre halten, wenn du halt aus irgendwelchen Gründen irgendwas passiert, was halt wirklich nicht wieder gut zu machen ist, und das hebt das komplette Unternehmen außer Bahn. Und das ist ja nicht irgendein Hirngespinst. Also ob das jetzt Lehman Brothers ist, die komplette Zukunft von Nokia, wobei die haben es ja sogar noch mehr oder minder geschafft, eine Enron, aber es gibt ja immer solche, die halt einfach wirklich in so große Skandale verwickelt werden, die erholen sich nicht davon. Und das waren alles Highflyer. Und da wird irgendwo irgendjemand gesessen haben, der gesagt haben würde, ja, also da kann ich mir aber nicht vorstellen, dass da jemals irgendwas passieren wird. Aber für den Fall das. Es ist umsonst in einer Welt, in der wir halt alle am laufenden Band sagen, there is no free lunch. Einfach diesen Scheißstopp da rein zu tun, es kostet dich nichts. Du gehst einmal kurz auf das Wertpapier, packst dann einfach dieses Stop-Loss oder von mir aus Trailing-Stop-Loss da rein und dann ist das da. Worst Case wird es halt im Endeffekt irgendwann ausgeführt und du sparst ein bisschen Geld. Best Case wird es halt nie getriggert, aber du kannst nachts ruhiger schlafen. Also das, wie ich das überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass da überhaupt Gegenwind generiert werden konnte. Ja, gutes Beispiel übrigens finde ich auch noch ist die Bayer-Aktie, also wo du jetzt auch mit Gericht kamst, Tino. Ja, ja. Ne? Da muss man halt auch sagen, dass das Ding ist irgendwie runtergewirtschaftet worden, wobei man immer noch das Gefühl hat, die machen doch eigentlich jetzt nicht alles verkehrt, also in ihrem Core-Business. Aber wenn man sich den Kurs halt irgendwie da anschaut, und das ist nicht nur das Monsanto-Ding, also auch so zu viel zu den Sachen, ich investiere in einen Wert und bleibe 20 Jahre dabei, ja. Ne? Fiel mir jetzt noch mal so auf, ja. Weil das ist irgendwie ein prominentes deutsches Beispiel, wo man dann seinen Home-Bias natürlich auch hat und denkt, man ist stolz da drauf oder wie auch immer, ja, auf den Kurs nicht unbedingt. Ne? Nee, und das ist nun wirklich auch ein sicheres Geschäft und lässt sich gut analysieren und du kannst da mit dem KGV arbeiten. Und die sind weltweit unterwegs, sind nicht auf einen Markt nur eingeschossen und so. 100.000 Angestellte und die müssen ja auch und Deutschland kann diese Firma gar nicht fallen lassen und das geht nicht und so weiter. Damit baust du dir eine mögliche Zukunft auf in deinem Kopf und vielleicht trifft die auch ein. Es gibt aber viele, viele andere Zukunftsmöglichkeiten. Auf unserem Zyklus, dass es einfach abgewirtschaftet wird. Bayer-Zyklus endet. So.